mein 86. Oh, Comics mein 86. Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, wo ich mich mal wieder komplett dem Mutanten widme, weil ich habe auf meinem Lesestapel einfach viel zu viel von den X-Men angesammelt und von den ganzen Spin-Off-Serien, die neben den X-Men am Erscheinen sind, und dazu kommt halt mein riesiger X-Men-Hype-Train, in dem ich gerade drin bin, weil mich gerade diese X-Men 97-Serie komplett wieder in diesen X-Men-Hype reingeworfen hat, und dazu halt der Faktor, dass der gute Dagen an den Vorstoßen X-Men wirklich am Abreißen ist und die X-Men gefühlt gerade so stark sind, wie sie lange Zeit nicht mehr gewesen sind. Und das, obwohl die X-Men die ganzen letzten Jahre recht stabil unterwegs gewesen sind. Und der Faktor, dass halt davon so viel noch auf meinem Lesestapel liegt, hat mich so ein bisschen getriggert, weswegen ich mir in den letzten Wochen vorgenommen hatte, dass sonntags bei mir immer nur noch X-Men-Comics gelesen werden. Und das ziehe ich jetzt wirklich schon so seit 4-5 Sonntagen durch und fahre damit recht gut, meinen ganzen X-Men-Lesestapel abgearbeitet zu bekommen. Und demzufolge habe ich letzten Sonntag einige Hefte der Vorstoßen X-Men gelesen und auch heute hier den dritten Trade der X-Men Red und das 24. Heft der Vorstoßen X-Men, wo die dritte Hellfire-Gala drin ist, und oh mein Gott, ist mir das Ding gerade eben um die Ohren geflogen. Und ich würde sagen, ich fange erstmal an mit den Heften, die ich heute gar nicht ausführlich besprechen möchte, und das wiederum sind die Hefte 18 bis einschließlich 23 von den Vorstoßen X-Men, wo Dagen wirklich beweist, wie gut er die X-Men drauf hat und wo auch nochmal unter Beweis gestellt wird, wie cool dieses Konzept der Hellfire-Gala ist. Und falls ihr davon noch nichts gehört habt, sei kurz erwähnt, es ist jetzt immer einmal ein Jahr die Hellfire-Gala, und auf dieser Hellfire-Gala wird immer wieder ein neues Team der X-Men gewählt, und so hat man jetzt hier in dem Fall schon das zweite Team innerhalb der Vorstoßen X-Men-Serie, die halt die X-Men darstellen. Und ich finde es auf der einen Seite ein bisschen schade, dass das erste Team der Vorstoßen X-Men jetzt weg ist, fand das zweite Team aber auch extrem interessant, und dazu kommt halt noch, dass die Serie super abwechslungsreich ist. Unter anderem wird hier gegen Iron Man Sentinels gekämpft oder gegen kleine Baby-Zombie-Versionen der X-Men, und das Ganze vom Pacing her so stabil geschrieben, und trotz dessen ist halt das große Ganze immer im Mittelpunkt und eine Gesamtstory wird weiter nach vorne getragen und man erlebt einfach super viele Mutanten, die super interessant sind, und genau da ist halt dieses Konzept der Hellfire-Gala ein Konzept, was ich gerade an den X-Men unglaublich abfeiere, wo ich die große Hoffnung habe, dass das Bestand bleibt. Und mit diesem Gefühl bin ich dann auch an Heft Nummer 24 rangegangen, und als ich das vor einer Woche circa auf Instagram gepostet hatte, haben mir super viele Leute geschrieben, dass das Heft total krass sein soll, und ich bin dann schon mit der Erwartungshaltung da rangegangen, dass es krass ist, und habe es dann angefangen zu lesen. Die ganzen Mutanten sammeln sich halt, weil die Hellfire-Gala ist, und es fängt sogar erstmal damit an, dass die gute Miss Marvel wiedergeboren ist, nachdem sie zuletzt so relativ random in der Spider-Man-Serie gestorben ist. Und mit random meine ich, dass es für mich random war, dass es halt in der Spider-Man-Serie passiert ist und nicht in ihrer eigenen. Und genau das gleiche passiert tatsächlich mit deren Wiedergeburt, weil das passiert auch nicht in ihrer eigenen Serie, es passiert hier in der Hellfire-Gala. Da allerdings die Hellfire-Gala ein bedeutendes Mutanten-Event jetzt ist, was einmal im Jahr stattfindet, ich hoffe, es wird weiter durchgezogen, passt es auf der anderen Seite auch wieder, dass man sie hier halt als Mutantin einführt und sie selber jetzt erstmal realisieren muss, dass sie eine Mutantin ist, weil die X-Men, besser gesagt Charles Xavier und Emma Frost, es vor ihr geheim gehalten haben. Da aber gerade die X-Men ein Marketingproblem haben, weil die meisten Menschen sie hassen, spielt es ihnen tatsächlich perfekt in die Karten, dass jetzt die gute Miss Marvel wiedererweckt wurde und im besten Fall sich direkt als Mutanten outen soll, mit die ganzen Mutanten halt wieder ein besseres Image bekommen. Und dann kommt es auch relativ schnell in den Heft dazu, dass das neue Team der X-Men gewählt wird, was ich super interessant fand von der Zusammenstellung. Und zwar ist das an der Stelle Talon, was die erste Version von X-23 war, die als tot gegalten hat, weswegen man sie wiederbelebt hat, um dann festzustellen, dass die Originalversion doch noch lebt. Dann halt Zink, der mit ihr in einer Beziehung ist. Dann der gute Prodigy, den ich gar nicht wirklich auf dem Schirm habe. Dann Cannonball, den ich auch sehr interessant finde. Dann Francie, die ich gar nicht kannte, wenn ich das jetzt so mal gerade nochmal überlege. Ich bin mir so hundertprozentig
auch nicht sicher, ob ich sie nicht kannte, aber sie gehört nicht zu den Mutanten, die ich jetzt groß auf dem Schirm hatte. Dann Dazzler, die ich richtig cool finde. Jubilee, von der ich eh ein großer Fan bin. Und der gute Juggernaut, wo ich es auch richtig cool fand, dass der jetzt wieder mitten im Team drin steht. Und dann passiert was richtig Krasses. Direkt eine Seite, nachdem das X-Men-Team gewählt wurde. Und darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen. Und ab dem Zeitpunkt überschlagen sich die Ereignisse. Und alles ist für die Mutanten nach diesem Heft tatsächlich erstmal anders. Und man wird dieses Heft als das Mutanten-Massaker in Erinnerung behalten. Steht auch nochmal so von Panini im Nachwort geschrieben. Richtig krasses Ding. Oh mein Gott, was ging da ab? Nachdem schon die ganzen Hefte zuvor übertrieben abwechslungsreich gewesen sind und mich noch mehr darin beflügelt haben, gerade in diesen X-Men-Hype-Trend drin zu stecken, hat das Heft mich wirklich komplett von den Socken gehauen. Und es hatte erst so einen recht ruhigen Start mit den ganzen Sache mit Miss Marvel, dass sie jetzt wiedergeboren ist und wieder unter den Lebenden, weil und dann halt diese ganze Outfit- und Who's Who-Ding am Anfang von jeder Gala, wo so ein bisschen darüber geredet wird, wer welches Outfit anhat. Und ich finde auch da wieder die ganzen Designs richtig cool, wo man halt die verschiedenen Superhelden-Outfits in Kleider und Anzüge umgestaltet hat. Und da die X-Men ja auch einen eigenen Designer haben, ist das Ganze komplett stimmig und hat halt sowas vom Promi-Event am Anfang, bis dann die eben erwählte Wahl kommt und dann halt alles drunter und drüber geht. Oh mein Gott, war das fett. Und ich würde den Heften zuvor echt eine starke 8 von 10 geben und die haben mich richtig gut unterhalten und Heft Nummer 24 war wieder eine absolute 10 von 10 und zwar sowas von eine 10 von 10, wie eine 10 von 10 auch nur eine 10 von 10 sein kann. Das Ding müsst ihr sowas von lesen, wie man etwas auch nur lesen muss in meinen Augen, und als Querstiegspunkt funktioniert das auch recht gut, würde ich behaupten. Auch wenn diesen Dingen natürlich viele Sachen vorausgehen, ist das halt trotz dessen immer noch ein One-Shot und ich bin auch mal gespannt, wie das bei Panini mit den Paperbacks von den Vorstoßen X-Men gemacht wird, ob es dann nochmal zu der Hellfire-Gala einen eigenen Paperback gibt oder ob das mit bei dem Vorstoßen X-Men in die Paperbacks mit veröffentlicht wird. Und zwischen den ganzen Heften, genau genommen zwischen Heft Nummer 23 und 24, habe ich dann noch die X-Men Red gelesen von guten Al Irwin, der hier wirklich abreißt. Ein richtig guter Autor, der gute Herr, und ich habe bei seinem Hulk One auch schon unglaublich abgefeiert, wie eigentlich so gut wie jeder und jede, die das Ding gelesen haben, und auch an den X-Men Red liefert der komplett ab. Allerdings ist die X-Men Red Serie eine Serie, für die man im besten Fall ein bisschen Vorwissen hat, weil man hier einige Charaktere im Mittelpunkt hat, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, weswegen ich bei einigen Charakteren so ein bisschen im Dunkeln vor mir hergetappt habe. Weil im Nachwort wird auch nochmal von Panini drauf eingegangen, dass Al Irwin hier einige Charaktere aus seiner SWORD Serie genommen hat, die er halt im Vorfeld geschrieben hat, die glaube ich auch gar nicht auf Deutsch veröffentlicht wurde und die halt hier mit in den Mittelpunkt rückt, was aber auch mir wieder zeigt, was für ein guter Autor er ist, weil er dann wieder Nebencharaktere aus anderen Serien hier mit in den Mittelpunkt stellt. Und die Serie fängt erst noch relativ seicht an, ein bisschen wie bei der Hellfire-Gala, und man erlebt eine Storm, die halt auf Dating-Suche ist, oder besser gesagt, die gerade am Daten ist, und dann kommt es natürlich dazu, dass Charles Xavier sie aus dem Date wegruft, und als sie dann bei Charles Xavier ist, fängt er direkt an, sie zu bekämpfen, versucht sie durch Telepathie dazu zu bringen, die letzten Worte von Magneto preiszugeben, der ja in den Arm von Storm gestorben ist. Und man erlebt einen Charles Xavier, der komplett verzweifelt ist, weil er halt seinen besten Freund verloren hat und einer der Leute, die ihn seit seinen ersten Tagen mit begleitet hat. Und ist recht dramatisch und ich fand es auch krass, Charles Xavier in dieser Rolle drin zu sehen, auch wenn es auf mich immer noch total weird wirkt, dass Charles Xavier aktuell so jung unterwegs ist. Da hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn man ihn trotz dessen körperlich hätte ein bisschen altern lassen, weil irgendwie passt diese junge Gestalt zu ihm gar nicht. Und nach diesem Story-Arc geht es dann auch direkt weiter mit Apokalypse und seiner Ehefrau, die so einen Ehestreit haben im Endeffekt, weil die Frau ein paar andere Ansichten hat und einen eigenen Plan für Arako verfolgt, also den Mars, der halt mit den Mutanten jetzt besiedelt ist. Und es ist eine relativ komplexe Handlung, finde ich tatsächlich, weil so viele Charaktere halt im Mittelpunkt dieser Erzählung stehen, dass man da relativ schwer den Überblick behalten kann, wenn man da halt nicht alle Charaktere kennt, und trotz dessen kommt man gut durch diese Story durch, aber insgesamt ist das dann für mich eher eine 7
von 10 als eine 8 bis 9 von 10. Und das, obwohl eigentlich das Potenzial im Titel drinsteckt, eine 9 von 10 zu sein. Aber bei mir hapert es dann halt daran, dass ich nicht alle Charaktere kenne. Und ich wette mit euch, dass wenn man sich bei den X-Men besser auskennt und auch noch Swords gelesen hat, dann hat man da ein Wiedersehen mit einigen Charakteren. Und dann ist das Ding wahrscheinlich eher eine 10 von 10. Aber gerade im Vergleich mit den Hellfire-Gala-Ding war das Ding hier definitiv um einige schwächer und habe mich trotzdessen gut unterhalten. Und anfangs zu den Start der aktuellen X-Men-Serien waren die X-Men Red meine liebste Serie, aber ich muss sagen, die vorstoßenden X-Men haben die mittlerweile krass eingeholt und wo die vorstoßenden X-Men zum Teil locker leichte Unterhaltung sind und dann trotzdessen jede Menge Drama liefern, sind die X-Men Red eher die verkopftere Serie, wo es dann mehr um die Politik auf dem Mars geht und wie es darum steht, dass die Mutanten jetzt halt den Mars besiedeln und Storm steht viel in der Hauptrolle einer meiner Lieblingsmutantinnen und trotzdem muss ich sagen, sind die vorstoßenden X-Men im direkten Vergleich definitiv eine ganze Schippe cooler. Damit sind wir dann auch schon durch fürs heutige Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr die aktuelle Hellfire-Gala empfunden habt, was aktuell eure Lieblings-Mutanten-Serie ist und ob ihr euch öfters so kleine Mutanten-Update-Videos von mir wünscht, wo ich auf ein paar Hefte ein bisschen ausführlicher eingehe und ein paar Hefte nur so am Rande erwähne, weil eigentlich sind das Hefte, die ich so direkt in die Sammlung einsortiere, weil neben den ganzen Heften, die ich lese, die ich dann später reviewe, lese ich auch parallel immer noch einige Serien, die ich gar nicht mit in die Videos reinnehme, weil man liest einen Comic halt anders, wenn man es für sich selber liest, als wenn man es für eine Review liest. Weil wenn ich mir einen Comic durchlese, was ich vorstellen möchte, versuche ich natürlich, dass ich mehr Aspekte aufnehme und dann später im Video wiedergeben kann, als wenn ich was für mich selber einfach so zwischen Tür und Angel einfach mal so weglese zur Entspannung, wo ich dann auch den Inhalt nicht so hundertprozentig dann noch auf dem Schirm habe, wenn ich ein Video aufnehmen möchte. Wisst ihr ein bisschen, wie ich das meine? Manche Titel stelle ich halt vor, manche nicht. Und die ich nicht vorstelle, lese ich halt anders wie andere. Und trotzdessen kann ich dazu immer noch so eine kleine Randnotiz in meinen Videos geben. Und wenn ihr euch wünscht, dass ich öfters solche Titel auch nochmal kurz am Rand erwähne, wie ich das eben am Anfang mit den vorstoßenden X-Men, den ersten paar Heften gemacht habe, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Auch wenn ich das gerade fünfmal das gleiche hintereinander gesagt habe, lasse ich das also einfach mal so drin und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Sonntag oder je nachdem einen anderen wunderschönen Wochentag, je nachdem, wann ihr das Video hier seht. Des Weiteren würde ich mich noch total darüber freuen, wenn ihr eure Meinung zu den X-Men 97 in die Kommentare reinschreibt, ob ihr die Serie auch so hardcore abfeiert wie ich. Dann würde mich auch noch interessieren, ob ihr es auch cool findet, dass Miss Marvel jetzt eine Mutantin und eine Inhuman ist und demzufolge zu ihrer Dehnkraft noch eine weitere Kraft in Zukunft wahrscheinlich entwickeln wird. Und wie ihr die ganze Entwicklung befindet, auch unbedingt mal in die Kommentare rein. Damit sind wir wirklich los vor allem durch. Und ich würde mich noch darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben und Abo da lasst, dann sehen wir uns nämlich auch beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein! Team, 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 Comics 86.